Wir haben Also das 20 Uhr Video von drin. My Brain's Choice zur Petition, es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik. Ja, danach werden wir auf jeden Fall auch noch die Philine von My Brain's Choice hier im Interview sehen. Der werde ich dann ein paar Fragen stellen. Und jetzt gucken wir uns aber erstmal das Video von My Brain's Choice an. Das heißt, es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik. Und wenn ihr es euch schon anschaut, dann zeichnet die Petition doch gleich im anderen Tab, dass er euch nebenbei öffnet, mit. Unterschreiben. Dem Versagen der deutschen Drogenpolitik muss endlich mit der Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse und der sozialen Realität begegnet werden. Tod und Leid durch Drogenkonsum sind mit einer richtigen Drogenpolitik vermeidbar. Wir fordern die Verantwortlichen der Bundesregierung auf, eine transdisziplinäre und unabhängige Kommission mit der Erstellung eines Konzepts für eine zeitgemäße Drogenpolitik zu beauftragen und dieses umgehend umzusetzen. Frau Ludwig, als Drogenbeauftragte fordern wir Sie auf, die Generalüberholung der deutschen Drogenpolitik zu Ihrer Priorität zu machen und umgehend einen Prozess für die Realisierung des von der Kommission erarbeiteten Konzepts in Zusammenarbeit mit den Bundesländern zu organisieren. Die von den ExpertInnen ausgesprochenen Empfehlungen dürfen nicht weiter ignoriert werden. Sie müssen konsequent und transparent Eingang in eine neue, wissenschaftsbasierte und damit zeitgemäße Drogenpolitik finden, die Leid und Tod in Verbindung mit Drogengebrauch nachhaltig senkt. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der ersten Online-Hanfparade. Wir sind Philine und Julia, Gründerinnen der Berliner Initiative My Brain, My Choice. Seit 2017 setzen wir uns für drogenpolitischen Wandel ein und arbeiten daran, Drogenpolitik als einem Thema, das äußerst eng mit Menschenrechten zusammenhängt, im öffentlichen Diskurs zu etablieren. Dafür veröffentlichen wir vertiefende Artikel zu verschiedenen drogenpolitischen Schwerpunkten, verschicken regelmäßige Newsletter, sind auf Facebook, Instagram und Twitter aktiv, um uns hier mit unserer wachsenden Community aus drogenpolitisch interessierten und oder engagierten Personen zu vernetzen und auf brandaktuelle drogenpolitische Ereignisse hinzuweisen. Zum Stichwort Vernetzung organisieren wir mehrmals im Jahr Events und Workshops, auf denen wir Personen, die teils seit Jahrzehnten drogenpolitisch aktiv sind, Raum zu geben, ihre Expertise zu teilen und mit Personen zu vernetzen, die vielleicht noch neu im drogenpolitischen Geschehen sind und aktiv werden wollen. Drogenpolitik ist leider noch immer von sehr viel Unwissenheit, Irrtümern und konservativen Deutungsansprüchen zersetzt und das wollen wir dringend ändern. Wir wollen die Debatten über illegalisierte Drogen raus aus dem Tabu und der Stigmatisierung holen und wissenschaftsbasierte, ergebnisoffene und differenzierte Diskussionen fördern. Die Frage, wie Drogenpolitik gestaltet wird, repräsentiert auch die gesellschaftliche Sicht auf Selbstbestimmung und sozialen Zusammenhalt. Deshalb ist Drogenpolitik ein Thema, das alle interessieren sollte. Um unsere Ansprüche an eine ideale drogenpolitische Gestaltung deutlich zu machen, haben wir Anfang Juni unsere Kampagne unter dem Titel »Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik« gestartet. Der Kern dieser Kampagne ist unsere Petition, mit der wir zum Zeitpunkt dieses Videos bei 14.000 Unterschriften stehen. In der Petition machen wir auf Missstände aufmerksam, wie etwa die steigende Zahl an Todesfällen im Zusammenhang mit Drogengebrauch, aber auch die überlasteten Drogenhilfeeinrichtungen. Und wir weisen darauf hin, dass wissenschaftliche und politische Expertise und Forderungen nach einer Beendigung einer unzweifelhaft gescheiterten Prohibition jahrzehntelang ignoriert wurden und nach wie vor werden. Warum müssen wir uns aber überhaupt dafür einsetzen, Drogenpolitik auf den wissenschaftlichen Stand zu bringen, das heißt zu entkriminalisieren und legal zu regulieren? Leider wurde die Notwendigkeit dazu von den bisherigen EntscheidungsträgerInnen noch nicht anerkannt. Auch die aktuelle Drogenbeauftragte Daniela Ludwig sagt, es brauche keine Cannabis-Legalisierung, vor allem weil der Jugendschutz nicht geklärt sei. Aber das ist schlichtweg falsch, denn Jugendschutz ist sehr wohl möglich, wenn man einfach mal auf ExpertInnen der Sozialarbeit und Prävention hören würde. Und die sagen unter anderem, dass entkriminalisiert werden muss. Stattdessen hat Ludwig eine weitere Anti-Drogen-Medien-Kampagne initiiert unter dem Motto »Mach dich schlau« und »Kiffen ist nicht cool, es ist cool, nicht zu kiffen«. Die Effizienz massenmedialer Kampagnen zur Prävention, wie es sie in Deutschland schon unter dem Motto »Keine Macht den Drogen« oder in den USA als »Just say no« gab, hat sich nie bewahrheitet. Statt einen ergebnisoffenen Dialog zu fördern, wie die Kampagne offiziell verspricht, schlägt Ludwig mit ihrer Agenda wieder einen klar abstinenzorientierten Weg ein. Kindern und Jugendlichen will mit den Aussagen »nicht cool zu sein« oder »nicht schlau genug zu sein«
eine klar stigmatisierende Botschaft mitgegeben. Dass Geld in eine Maßnahme fließt, von der Fachleute abraten, während es nachweislich wirksamen Präventionsprogrammen an finanzieller Ausstattung fehlt, macht den Eindruck, dass es sich bei dieser Anti-Cannabis-Kampagne vielmehr um eine politische Strategie handelt, um dem CSU-WählerInnen-Klientel eine Antwort auf die wachsende Cannabis-Legalisierungsbewegung zu geben. In Verbindung mit Drogenkonsum stehende Entscheidungen sind nicht einfach und bedürfen sehr viel Sensibilität und Einsicht in die Lebensrealität von Betroffenen, als auch Weitsicht in gesellschaftliche, das heißt gesundheitliche, soziale, rechtliche und wirtschaftliche Strukturen. Leider weist die verantwortliche Bundesdrogenbeauftragte keine dieser Fähigkeiten auf. Es ist schön, dass sie die Motivation hat, sich dem Thema auch als Neuling anzunehmen. Leider ist Drogenpolitik aber einfach kein Thema, das von einem Lehrling übernommen werden kann. Täglich sterben Menschen aufgrund der unsäglichen drogenpolitischen Entscheidungen der letzten Jahre und wir haben schlicht einfach keine Geduld mehr, dass Politikerinnen die Verantwortung in einem so komplexen Bereich übernehmen, den sie sich erstmal von Expertinnen erklären lassen müssen. Um auch dann wieder nur zu den konservativen, CSU-nahen Unfugschlüssen zu gelangen, die viel zu schreckliche Konsequenzen haben, als dass wir noch ernsthaft darüber lachen können. Wir fordern nicht den Rücktritt von Frau Ludwig, der offen lassen würde, was danach passiert. Dafür haben wir keine Zeit. Dass eine inkompetente Drogenbeauftragte nach der anderen in dieses Amt einberufen wird, ist ermüdend. Wir verlangen von Daniela Ludwig, dass sie ihre Möglichkeiten nutzt, die Konzeption notwendiger Schritte in der Drogenpolitik an eine transdisziplinäre und transparente Kommission aus Expertinnen zu übertragen und dass sie sich dann dafür einsetzt, dass die Empfehlungen der Kommission umgesetzt werden. Eine Person reicht für dieses Amt nicht aus, schon gar nicht eine, die sich vorher mit lokaler Verkehrspolitik beschäftigt hat. Drogenpolitische Entscheidungen betreffen bei genauem Blick eine riesige Anzahl von Personen. Konsumierende von zahlreichen, aber kaum beachteten Gelegenheitskonsumierenden bis hin zu skandalisierten Personen mit problematischen Konsumverläufen. Ihre Angehörige und kaum beachtet natürlich auch Personen, deren finanzielle Existenzsicherung vom illegalen Markt abhängt. Einige illegalisierte Substanzen sind hochwirksam und nebenwirkungsarm als Medizin einsetzbar. Zum Beispiel Cannabis in der Schmerzlinderung oder MDMA in der Psychotherapie. Jedoch wird die Behandlung mit diesen Substanzen der jetzigen Gesetzgebung entweder erschwert oder gänzlich verhindert, während viele PatientInnen diese Medizin dringend brauchen können. Die Cannabis als Medizingesetzgebung muss dringend reformiert werden. Wenn wir eine ideale drogenpolitische Gestaltung konzipieren, müssen wir alle betroffenen Gruppen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Deshalb ist es uns so wichtig, Drogenpolitik in ihrer gesamtgesellschaftlichen Reichweite hinreichend darzustellen. Es geht nicht nur um Harm Reduction Party-Kontext und die Legalisierung einzelner Substanzen, sondern auch um gesundheits- und sozialpolitische Entscheidungen und die Frage, wie ein wünschenswerter regulierter Markt aussehen soll. Darüber hinaus ist seitens der Bundesregierung Verantwortung zu übernehmen für die Schäden, die der illegalisierte Drogenhandel entlang seiner Herstellungs- und Lieferketten anrichtet. Mit dem Erhalt der Kriminalisierung stiehlt sich Deutschland aus der Verantwortung, menschenrechtskonforme Zustände für die Bedienung der offensichtlichen Nachfrage nach illegalen Substanzen zu entwickeln. Deutschland lässt von Drogenkrieg gezeichnete Länder wie Mexiko, Kolumbien und viele andere im Stich. Um die illegalen Strukturen zu schwächen, braucht es Programme, die Menschen, die unfreiwillig in die Illegalität verstrickt sind, im Ausstieg unterstützen und schützen. Eine Drogenpolitik zu gestalten, die all diese Aspekte berücksichtigt und einen Anspruch an Menschenrechte wie Selbstbestimmung, Gesundheitsschutz und Frieden verwirklicht, ist möglich. Deshalb fordern wir eine transdisziplinäre Kommission, die die Zusammenhänge zwischen Drogenpolitik und allen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar macht und sich so dafür einsetzt, dass keine soziale Gruppe weiterhin marginalisiert oder ausgegrenzt wird. Wir arbeiten in jeder freien Minute an unserem Ziel einer umfassenden drogenpolitischen Neugestaltung und geben unseren Optimismus nicht auf. Fangen wir mit dem Live-Interview an. Grüß dich, Filine. Hallo, Alain.
Ah ja, jetzt klappt auch das mit dem Bild. Sehr schön. Hallo Feline, auch Hallo. Grüße von mir. Erstmal coole Petition, finde ich sehr, also meine persönlich bescheidene Meinung finde ich sehr notwendig. Und meine erste Frage in dem Zusammenhang ist, glaubt ihr wirklich, dass die Drogenbeauftragte was ändern kann in ihrer Person? Also formell ist sie und Spahn, ist es ihnen möglich, eine Kommission einzuberufen. Ist ja in der Vergangenheit auch schon geschehen. Ähnlich sogar wie wir fordern, 1999 bis 2002. Deswegen, die Hebel haben sie in der Hand. Und was wir mit der Petition machen, ist unseren Anspruch darzustellen, dass sie es tun sollten. Wenn die Frau Ludwig, wie sie bisher Anzeichen macht, keine Lust hat auf Expertise in der Drogenpolitik, dann sind wir offenbar bei ihr falsch, ja. Aber das ist dann nicht unser Problem oder das Problem des Anspruchs ist oder das Problem, dass es eine andere Drogenpolitik braucht, sondern das Problem. Es ist dann ihr Problem, dass sie zeigt, dass sie unseren Vorschlag offenbar bisher, sie hat ja noch nicht reagiert, nicht so spannend findet. Wie sind denn die bisherigen Reaktionen mit? Also ihr habt ja bestimmt auch viele Reaktionen von Befürwortern oder auch von Gegnern gekriegt der Petition, ja. Wie hält sich das die Waage derzeit? Also Gegner würde ich jetzt gar nicht sagen, die Leute, die sagen, nee, wir wollen keine Expertise oder wir wollen keine Wissenschaft in der Drogenpolitik haben, diese direkten Stimmen gibt es ja nicht. Es gibt natürlich sehr viel Skepsis vor dem Hintergrund, dass wir nichts Neues fordern, sondern dass diese Forderungen 20 Jahre alt sind oder noch älter und immer wieder eingebracht wurden und immer wieder erfolglos waren, weil sie nicht angehört wurden, nicht für voll genommen wurden oder nicht als berechtigt empfunden wurden. Insofern ist es total nachvollziehbar, wenn man dann sagt, auf der einen Seite, was soll das jetzt noch bringen? Die hören uns eh nicht zu. Andererseits sind wir optimistisch, dass wir diesen Weg jetzt noch mal gehen sollten. Einerseits, weil es international Bewegungen oder so einen neuen Schwung gibt, wahrscheinlich ausgelöst auch dadurch, dass wir uns über die Möglichkeiten im Internet besser verbinden können, austauschen können. Und andererseits dadurch, dass wir Vorbilder haben der Legalisierung, Regulierung, Entkriminalisierung, die jetzt noch mal mehr auf den Tisch kommen. In dieser Welle an Bewegung, wenn wir da mitschwimmen, haben wir vielleicht noch mal eine bessere Chance. Das andere ist, was wir machen, ist, dass wir eine Fachkommission fordern, die sich mit den ganzen Problemen befassen soll oder bessere Möglichkeiten, ein Konzept für den besten Weg schaffen soll für alle Probleme, die das Betäubungsmittelgesetz jetzt bewirkt. Also da geht es dann nicht um einzelne Substanzen, sondern sowohl um das Recht, Cannabis rauchen zu können, uns geschützt, also mit einer guten Qualität oder mit einer transparenten Qualität auch Zugang dazu zu haben oder selber anbauen zu können. Aber es geht genauso um Opioidabhängige, die keine Substitutionsbehandlung bekommen aus diversen Gründen oder die Diamorphinbehandlung nicht bekommen oder Ecstasy-Gebrauch, der total intransparent ist und dadurch auch gefährlich sein kann. Das alles bringen wir zusammen und noch viel mehr auf das Thema Drogentod, dass die Regierung, obwohl man weiß aus anderen Ländern, was getan werden kann, um die Zahl der Drogentoten zu verringern, das einfach nicht in Angriff nimmt. Und das ist auch mit in diesem Thema. Und wenn wir alle Menschen hier verbinden, und das tun wir ständig, indem wir vernetzen und telefonieren und alles, wenn wir das alles zusammenbringen, dann werden wir noch mal sehr viel mehr oder sind wir schon sehr viel mehr Leute geworden, die zusammen hinter einer Forderung stehen. Und darin, denke ich, liegt jetzt auch noch mal sehr viel Kraft, was verändern zu können. Letzte Frage in dem Zusammenhang von mir. Ich bin ja auch schon relativ lange in der Cannabis-Szene unterwegs und spreche mich auch immer wieder für die Notwendigkeit der Regulierten, also der Regulierung anderer Substanzen aus. Und hänge das aber relativ selten an die große Glocke, weil ich gemerkt habe, besonders aus der Cannabis-Szene bekomme ich da auch hier und da mal Gegenwind. Und da heißt es immer, ja, Cannabis legalisieren ist doch okay, aber der Rest sollte schon illegal bleiben. Was sagst du den Leuten? Ja, dafür gibt es halt keinen Grund. Also die Argumente, die für Cannabis gelten, gelten für andere Drogen, die illegalisiert wurden, weitgehend genauso. Das Betäubungsmittelgesetz hat einfach von vornherein keine Berechtigung,
Und mit seiner Repression, aber auch mit den mangelnden Maßnahmen der Harm Reduction. Weil es ist einfach komplett ein ganz großer Irrsinn, der unbedingt überwunden werden muss. Und das hängt zu viel dran, zum Beispiel bei Kokain, die Herstellungs- und Lieferketten. Im Video erwähnen wir das auch, wenn ihr das dann nochmal seht, in Gänze, dass da auch Verantwortung übernehmen werden muss. Wir können nicht irgendwie zuschauen, wie in Mexiko Drogenkriege sind, wenn es Wege gibt, dem entgegenzuwirken. Das alles muss zusammen angegangen werden. Und ich habe von einem Wort gelernt, das ich ganz spannend fand, nämlich Substanzismus. Das ist, wenn man sagt, meine Droge ist besser als deine. Und genau, wir finden es cool, sich zu solidarisieren und zu merken, wo die gemeinsamen Forderungen stehen. Und ja, einfach weil ja da noch einfach so viel mehr ist und wir so viel mehr sind, die einfach keinen Bock auf diese Verbotspolitik haben. Und Okay, vielen ja. Dank. Auch wirklich Respekt von mir für den ja, diesen allumfassenden Ansatz. Wird langsam mal Zeit, dass das auch jemand macht. Hans, hast du noch eine Frage? Ja, woran glaubst du, dass das liegt, dass die großen Massenmedien dieses Thema nicht aufgreifen? Also, es ist erstaunlich, man liest zwar manchmal ja auch in den großen Zeitungen und Wochenblättern, Magazinen, dass die Drogenpolitik gescheitert ist, aber zum Beispiel von eurer Initiative und wer alles dahinter steht und warum das nötig ist, lese ich nur in den Fachmedien. Nicht? Ob das jetzt Handjournal oder ob das beim DHV ist oder in anderen Hanfzeitungen, aber paar juristische Blätter vielleicht noch ein wenig, aber ansonsten die Massenmedien überhaupt nicht. Und ich finde das erschreckend, weil das ein wichtiges Thema. Ja, also das müssen wir natürlich auch feststellen. Das ist ein bisschen teilweise enttäuschend, da wir ja unendlich viel Arbeit reinstecken, seit Monaten, schon 2 Monate, bevor die Petition losgegangen ist. Und dann gleichzeitig merken, wie wenig Resonanz es im Gesamten darauf gibt und wie schwer es ist, in die öffentliche Debatte mit so einem eigentlich offensichtlich so wichtigen Thema, sobald man es sich 5 Minuten anschaut, reinzukommen. Andererseits ist es ja der Grund, warum wir diese Petition gemacht haben, weil wir das schon beobachtet haben in den letzten Jahren, dass eigentlich so viel gesagt werden sollte und gleichzeitig die öffentliche Debatte und in den Zeitungen so wenig darüber steht oder es nur zu einzelnen Aspekten oder sehr flach geschrieben wird oder teilweise fehlerhaft. Daraus ist My Brain, My Choice entstanden, aber auch jetzt eben die Petition, dass wir genau dagegen was tun möchten. Deswegen ist es nicht nur die Petition, die wir gestartet haben, sondern wir begleiten die mit inhaltlicher Arbeit, also mit dem Text zu Harm Reduction, mit dem Text zu Drogentod. Jetzt kommt noch was mit Prävention, darüber erfahrt ihr vielleicht mehr später mit Nils Biedermann, der auch auf der Hanfparade heute ist. Der kann euch dazu wahrscheinlich schon mehr erzählen. Der arbeitet gerade an dem Text für uns. Wir bereiten diese Themen erstmal auf, um so eine Hintergrundwissensbasis zu schaffen, was hoffentlich JournalistInnen dabei unterstützt, zukünftig mehr und interessierter darüber zu schreiben. Das ist eine. Das andere ist, dass wir mit unserer My Brain, My Choice Initiative, das sind ja Julia und ich, auch so einen UnterstützerInnenkreis aufbauen von Personen, die gerade ihre Master- oder Bachelorarbeit schreiben und sich gerne engagieren möchten. Und oder auch JournalistInnen sich an uns wenden und so weiter, so ein Netzwerk aufbauen an Leuten, die hoffentlich in 5 bis 10 Jahren, allerspätestens im besten Fall noch eher, die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema stärker einzubringen in der öffentlichen Debatte. Ja, es wäre vielleicht gut, wenn ihr einen Psychologen von der Uni der Studenten beauftragt, mal rauszufinden, woran liegt es eigentlich, dass bei der Politik in diesem Bereich so eine Lernresistenz herrscht und was für Wege es geben könnte, diese Lernresistenz zu überwinden. Und da möchte ich noch ergänzen, unterschreibt unbedingt unsere Petition, weil was die zeigt, ist, dass überhaupt erstmal sichtbar wird, dass so viele Menschen hinter einer Forderung stehen, nämlich Expertise reinzubringen und die Drogenbeauftragte zu ergänzen. Umso mehr, wenn wir so eine Drogenbeauftragte haben wie die jetzige oder die vorigen, dass es nicht tragbar ist, dass sich nichts verändert, obwohl alle anderen es besser wissen.
Und das muss sichtbar werden, dass es eine Forderung ist. Und je mehr Unterschriften zusammenkommen, desto mehr sind Journalistinnen auch daran interessiert, über dieses Thema zu berichten. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir, Feline. Ich denke, unser Zeitplan wird auch immer enger. Wünsche euch noch viel Erfolg für My Brain, My Choice. Und vielen Dank, dass du hier warst. Und Dankeschön. Bleib noch ein paar Minuten dran, ja? Ja, also ja, mache ich den ganzen Tag noch natürlich. Sehr schön. Ja, ich bin ja Erstunterzeichner von dieser Initiative und ich kann nur die Botschaft weitergeben. Schaut ins Internet, da sind gute Texte auf der Seite und da sieht man auch die Begründung, warum es wirklich nötig ist, so eine Initiative zu unterstützen. Es gab mal eine sehr gute Drogen- und Suchtkommission, aber das ganze Know-how verschwand in der Schublade. Und die Regierung hat alles getan, damit das möglichst nicht so publik wird. Und sie haben sich den Forderungen von einer guten Expertengruppe einfach widersetzt. Und ja, das ist, die Partei hat immer recht, egal was die Wissenschaft sagt, ist das der Zustand, den wir in unserem Land haben wollen?